Kernspintomographie ist im Gegensatz zur Computertomographie eine Methode, dreidimensionale Bilder vom Körper zu gewinnen, die gänzlich ohne Röntgenstrahlen auskommt, also für den Patienten komplett ungefährlich ist. Die Methode funktioniert mit einem starken Magnetfeld und mit so einer Art Radiowelle. Die gemeinsam sind relativ laut, das empfinden manche Menschen als unangenehm. Das ist leider nicht anders möglich, aber eben komplett harmlos tatsächlich. Diese Bildgebung ist ganz wichtig für uns Radiologen, weil wir ganz, ganz viele Erkrankungen damit sehr, sehr gut darstellen können. Viele Weichteilerkrankungen sehr viel besser als mit der Computertomographie, die vielleicht für knöcherne Erkrankungen sehr viel besser geeignet ist. Und ich als Neuroradiologe kann ohne Kernspintomographie kaum noch arbeiten, weil praktisch die gesamte Hirndiagnostik heutzutage damit abgebildet wird.